Hallo meine Lieben, ja, willkommen zu meinem XXL Video von Teddy. Teddy hat bei uns Wiedereröffnung gehabt am Donnerstag, da war ich aber in Kiel und ja, und ich habe heute, die haben umgebaut bei uns und ich wollte da nur gucken, wirklich nur gucken. Ja, aus Gucken wurde 40 Euro. Teures Gucken. Und ich wollte euch mal zeigen, was ich mir so gekauft habe. Wie immer gehe ich mal wieder hinter die Kamera, damit ihr alles auch sehen könnt, was ich gekauft habe. Die Tasche liegt neben mir. Ich habe mir, die war neu und ich habe auch neue Sachen bekommen. Die haben 1,50 gekostet. Dann haben wir einmal ein Cars. Dann habe ich für meine Distress Oxid Kissen mal Schablone mitgenommen. Das sind 4 Schablonen. Für A4 hat 1 Euro gekostet. Ja, 1 Euro. Ich will er nicht fokussieren. Ihr seht es auf jeden Fall. 1 Euro. Dann die Blöcke zeige ich euch, wenn ihr es wollt, in einem separaten Video. Ich habe mir nämlich einmal den hier mitgenommen. Den brauche ich euch ja nicht, glaube ich, nicht zeigen. Ich weiß, ob ihr den sehen wollt. Ihr seht ja die Motive ja hier. Die fand ich so schön. Der hat aber auch 5 Euro gekostet. Aber ich wollte einfach mal etwas Neues haben. Dann habe ich passendes Papier für mein Kartenrolling gesehen. Und zwar 48 Bögen in Pastellfarben für 3 Euro und das ist die Größe 23x15 und perfekt für Karten und einmal in kräftigeren Farben. Dann habe ich mir auch wieder ein paar Stickers mitgenommen. Ich kann da nicht vorbeigehen. Die hier. Die hier und die hatten Weihnachtsbastsachen, aber habe ich noch nicht mitgenommen. Dann den Block musste ich mitnehmen. Der war reduziert von 3 Euro auf 1 Euro. Und Kevin hatte gleich einmal mitgenommen. Achso, und hier habe ich noch einmal Spider-Man. Der hat auch 1,50 gekostet. Washi Tape für 55 Cent. Einmal diese Variante. Und diese Variante.
dann habe ich mir 5-mal von den Umschlägen mitgenommen, die kleinere Variante. 25 in 11,4 mal 16,2 und 5-mal in 11 mal 22. Also DIN A-Lang-Umschlag. Einmal C6 und einmal DIN A-Lang. Die haben pro Stück 1 Euro gekostet. Dann habe ich mir was für Kaugummi. Ich muss immer Kaugummi bei mir zu Hause haben. In Kirschgeschmack. Und dann habe ich Häkelbeutel mitgenommen. Zweimal diese. Die sind selbstklebend. Zweimal diese. Und jeweils von den einmal und die. Ja, das ist mein Teddy Haul. Ich hoffe, der gefällt euch und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, ciao.